Guten Morgen, ja, wir sind mittlerweile schon ausgecheckt, ja, und laufen gerade zum Busterminal, denn jetzt geht es nämlich in die nächste Stadt weiter und ja, ich würde sagen, ich erspare euch wieder die Busfahrt und melde mich dann gleich wieder. Guten Morgen, ja, ich habe es gestern mal wieder nicht geschafft, das Video zu beenden. Wir sind gut angekommen in Luang Namta, haben uns eine Tour gebucht. Ja, und jetzt geht's gleich los. Wir haben 8.30 Uhr und ja, jetzt laufen wir mal zu dem Meeting Point. Wir treffen hier noch zwei Irish Jungs wieder, die wir schon in Luang Pragan getroffen haben. Und ich denke, das wird ganz lustig. Wir sind jetzt am Weg auf und es ist ziemlich warm, es ist mittlerweile schon fast Mittag und die Sonne brennt mal wieder extrem. Wir laufen ohne Schatten und ja, ich bin gespannt, wie es wird. Laufen wir wirklich durch den ärgsten Dschungel. Wir sind hier mitten im Nationalpark und ja, hatten gerade Mittag auf Bananenblättern und ja, jetzt geht es noch mal 3 Stunden weiter und dann wird heute Nacht auch draußen geschlafen. Das zeige ich euch dann. Ja, wir sind angekommen an unserem Ziel. Wir schlafen hier heute im Freien unter ein paar Bananenblättern und ja, die Rebecca und ich haben schon eine Naturdusche genossen und ja, die Jungs haben unser Bett vorbereitet und das zeige ich euch jetzt mal. Ja, wir haben gerade alle noch Abend gekocht und ja, jetzt gleich wird gegessen und dann war es auch schon. Vielleicht setzen wir uns noch ans Feuer und ja, ich melde mich morgen wieder. Guten Morgen, ja, wir sind mittlerweile schon ins nächste Dorf gelaufen und ja, ich zeige euch gleich mal, wie der Weg hierher abgelaufen ist. Also es wird mir keiner glauben, zwar wieder, es gab eigentlich gar keinen Weg, es war Dschungel pur und ja, jetzt machen wir hier kurz Mittag und das zeige ich euch gleich und dann geht es noch ein Stückchen weiter und dann war es das auch schon wieder für heute. Thank you.
zurück im Hostel angekommen. Ich bin mittlerweile auch schon geduscht und umgezogen. Ja, ich teile mir diese Nacht ein Zimmer mit der Rebecca, der Spanierin. Und morgen hitchhiken wir zusammen bis zur Grenze. Und dann von da aus nehmen wir den Bus Richtung Chiang Mai. Das wird bestimmt ganz interessant. Ja, und ich muss sagen, also es war ziemlich anstrengend, diese Öko-Tracking-Tour. Also es war wirklich eine Erfahrung. Auch, dass wir draußen geschlafen haben, auf Bananenblättern für eine Nacht. Das war wirklich in Ordnung, aber man braucht wirklich enorm viel Kraft und Ausdauer, weil die Wege doch sehr steil sind und es gibt eigentlich gar keine richtigen Wege. Also ihr habt es ja im Video eben gesehen und also es ist wirklich anstrengend gewesen und ja, es war eine Erfahrung wert und ich bin froh, dass ich es gemacht habe, aber 2 Tage haben definitiv für mich gereicht und ja, man kann diese Tour auch länger buchen, 3 oder 5 Tage, dann geht man noch weiter in den Nationalpark hinein und ja, jetzt mal gucken, was wir heute noch so machen. Das ist der letzte Abend für uns alle zusammen. Dann trennen sich ab morgen unsere Wege. Ich denke, wir gehen noch alle Abendessen. Und ja, das war's dann auch schon. Ich melde mich morgen in aller Frische wieder.